Moin moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Falsches Hemd angepackt. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich wegpacken muss, bevor es gleich weitergeht nach Ebenerz. Hoppala, habe ich das auf den Boden geworfen? Ich hoffe nicht. Letzte Folge sind wir ja fertig geworden mit der Burgfalterfestung bei Aldrun. Die gute Dame hat ja nichts mehr zu tun für uns. Bedeutet... Flynn, Altargottwutsch, Weinwand. Ah ja, genau, den wollte ich in den Schrank stellen. Da war ja was, habe ich nie gemacht. Zack. So. Mein Ballast ist gelaufen. Abgeladen, jetzt kann ich aber doch nochmal einmal über die Rüstung bügeln. Ich meine, viel wurde da jetzt nicht drauf geprügelt, aber... Bevor was kaputt geht, ne? 10 Anwendungen habe ich noch, perfekt. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie weit es geht bezüglich der Beförderungen. Beziehungsweise, was für Aufgaben ich jetzt in Ebenerz bekomme. Bisher hatte ich jetzt mal so gesehen eigentlich ziemlich simple Sachen. Hol den aus der Höhle raus, der wurde von Banditen überfallen, der wurde vom, entführt, der wurde da entführt. Also jetzt nicht so, keine Ahnung, wäre denn... Ja, jetzt fehlt mir ein Beispiel natürlich, ne? Was denn mal eine etwas andere Sache wäre. Wenn mir eins einfällt, sage ich Bescheid. Na, wir weg. Wie die Sonne so schön hier aufgeht. Klatsch gegen den Pilz. Einmal die Keule rausholen. Und weiter geht's. So, jetzt muss ich aber mal gucken gleich auch, wen ich da überhaupt ansprechen muss. Jetzt, hier sind ja eine ganze Menge hohe Tiere. Das ist ja hier, ich vermute mal, Ebenerz ist, ja, ist der Hafen, den das Kaiserreich gebaut hat. Und das ist so die Anbindung. Varus Vantinius. Kammer des Großen Rates. Varus Vantinius. Okay. Habe ich denn jetzt eigentlich eine komplett goldene Rüstung? Ja, ne? Ja, ich habe eine komplett goldene Rüstung. Wer bist du? Nee. Nicht der, den ich suche. Das heißt, der wird hier hinten drin sein. Ich glaube auch... Warte mal, kriege ich das hin? Nee, kriege ich nicht hin. Schade. Hätte gehofft... Nein. Ich will nicht nach Ebenerz. Da werde ich nur wieder in die Kanalisation geschickt. Da will ich nicht hin. So, und dann... Wo lang denn nochmal? Den Weg vergessen. Woher kommt ihr? Von draußen. Aber hier will ich nicht lang. Hier ist der Saal. Aber ich meine, das ist doch oben. Ach, guck mal, die Tür ist offen. Oben rum. Und dann raus. Weg rüber. Nee, hier rüber. Und dann ist hier der Raum. Ich heiße euch herzlich willkommen. Moin. Der hat eine Ebenerz-Klamotte, mit dem bin ich schon durch. Herzlich willkommen. Mit dem habe ich noch nie geredet und jetzt bin ich bei dem. Das heißt, beim zweiten der drei hohen Tiere hier, hm? Moin, ich würde gerne eine Beförderung haben. Befolgt all meine Befehle und ich werde euch den Rang verleihen, den ihr verdient. König. Na? Okay, Befehle. Wenn ihr Ritter des Kranzes des Ordens von Ebenerz werden wollt... Das hört sich irgendwie wie so ein Kaffeekränzchen an von so Prinzen. So müsst ihr zwei gestohlene Gegenstände des Ordens wiederfinden. Okay. Der eine ist die Fürstenrüstung. Findet sie und bringt sie zu mir. Fürstenrüstung. Die Fürstenrüstung ist eine, ist ein Kürass und wird manchmal auch Rüstung von Morihaus genannt. Sie wurde in einem Schrein in der unteren Ebene der kaiserlichen Kommission hier aufbewahrt. Aber vor kurzem gestohlen. Nehmt diesen Schlüssel. Er wird euch Zugang zum Schrein ermöglichen. Okay. Was steht denn in meinem... Dass ich nur einen Titel erhalten kann, wenn ich mir würdigerweise Artefakte finde. Schrein der kaiserlichen Kommission. Man wird da unten sein, ne? Geh ich mal von aus. Gehen wir nach unten.
Hier lang. Nee. Warte. Doch. Oder? Nee, hier bin ich falsch. Was sagtet ihr? Ich bin falsch. Muss hier weg. Hier raus. Nee, warte mal. Hä? Bin ich doof? Hier ist der Saal. Den Saal gehe ich runter. Dann bin ich wieder in der Hauptkammer, ne? Ja. Kann ich hier noch runter? Nein. Wo geht's denn jetzt noch weiter? Kaiserliche Kommission. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Infravision ich an. Kaiserliche Wachen. Jetzt hier weiter? Ja. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ah. Aha. Hier muss ich was finden, 100 pro... Ah! Schlamm. Und selbstverständlich kann man aus Schlamm einen Schlammkuchen backen, der Krankheiten heilt. Ja, so hört sich eine Geheimtür an. Easy. So. Und jetzt fragen sich so die Jungs irgendwann nach 5 Stunden, warum kommt der da nicht raus? Gucken rein, ist weg! So. Also. Wo führt der denn hier hin, der Gang? Jetzt nicht. Noch mehr Ratten. 3 gegen 1, ist unfair. Nee, warte. Hey! Ha! Allesamt weggemacht. In Unterzahl gewonnen. Easy. Wo muss ich lang? Jetzt fühle ich mich wohler. Ich gehe mal hier lang. Hallo, ist... Nein, noch nicht. Ich habe da zwar eine Tür gesehen, aber ich will erstmal dann lieber hier lang. Licht nicht ausmachen, bitte. Ja, ich habe mit euch schon genug. Was tut ihr hier? Diese Mistkerle haben mich aus der Legion geworfen. Und warum? Idioten allesamt. Es überrascht mich nicht, dass diese Narren überhaupt gemerkt haben, dass es weg war. Doch es gehört mir. Ach, jetzt mir. Und da wird es auch bleiben. Und ihr werdet es niemandem erzählen. Okay. Hey, ich wollte eigentlich auf dein Angebot eingehen. Boah. Der hält aber was aus. Falsche Taste schon wieder. Nimm das! Irgendwie sieht der Charakter voll fett aus in der Rüstung hier. Oder? Wie sieht's von vorne aus? Ne, die sehen alle dick aus, wenn die Rüstung tragen. So, die Fürstenrüstung. Gift neutralisieren. Magieresistenz. 190.000! Wie sieht die denn aus? Naja, es geht. Passt jetzt nicht zu meinen Klamotten. Das ist ein dämonisches Katana. Mhm. Okay. Tschüss. Ja, lieg du mal mit nacktem Oberkörper hier. Lade die Erkältung ein. Die dich aber jetzt auch nicht mehr interessieren braucht. Du hast es hinter die gebracht. Hier ist ein Kaiservolksschlüssel, den nehme ich mit. Vielleicht ist der für die Tür, die ich noch gesehen habe. Leider ist noch ein wenig Neugierde in meinem Gesicht nicht zu erkennen. Ach, diese Formulierung. Ja, leider ist die Neugierde noch bei mir. Vorhanden. Ist so, Geheimgang, hm? Weg da. Schöne Wasseroberfläche. Ist noch ein Fisch. Schön, schön. Aber hier will ich nicht lang. Es fasziniert mich halt immer wieder, wie verwinkelt alle möglichen Ecken in Morrowind sind. Verwinkelt, verbunden und alles mögliche. Da habe ich halt immer so Gothic 2 Vibes. Weil, wenn man jetzt so ein Spiel als, sagen wir mal, als abgerundet oder eckig bezeichnen könnte, also eckig im Sinne von irgendwie passt eine ganze Menge nicht so wirklich gut zusammen. Das fühlt sich so ein bisschen komisch an. Und abgerundet, dann würde ich sagen, abgerundetes Spiel ist etwas, ist ein Spiel, was so, du spielst es und irgendwie passt halt alles. Es passt halt.
Es gibt halt nicht so irgendwo der, so den Bereich, wo man sagen würde, irgendwie ist das jetzt so gezwungen, als ob du jetzt, bei Risen 2 habe ich es ein paar Mal gehabt und bei Risen 3, na, da kam ich gar nicht, das hat sich irgendwie alles gezwungen angefühlt, alles. Das ganze Spiel hat sich für mich gezwungen angefühlt, das habe ich auch noch nicht durchgespielt. Habe ich gefunden, ja, hier. Silberharnisch der Herzogwache dem Inventar hinzugefügt. Warte, erstmal muss ich lesen, was er... Legendäre Rüstung Ritterprotektor. Dies ist die Ritterprotektor. Als Belohnung seid ihr in unserem Orden willkommen. Nehmt diese Rüstung, die dem Orden von Ebenherz vorbehalten ist. Oho, ich habe eine weitere Abgabe. Ich möchte, dass ihr Chrysamea findet. Chrysamea, auch die Klinge des Paladin genannt. Mhm. Ist ein legendäres Schwert. Viele Jahre lang war es im Besitz der Legion, bevor es von einem betrügerischen Ritter gestohlen wurde. Unsere Spione haben Gerüchte gehört, nach denen es jetzt im Besitz der Draramuflora befinden soll, einer mächtigen Hexenmeisterin in der Nähe von Sadrit Mora, die der Legion nicht eben freundlich gesinnt ist. Tötet sie und überbringt mir... Ja, okay. Fragen wir nochmal. Sie ist in der Nähe von Sadrit Mora. Okay. Okay, dann weiß ich, wo ich hin muss. Und hier habe ich jetzt die Herzogwachenrüstung. Was sagtet ihr? Herzlich willkommen. Die sieht kacke aus. Ich mag die nicht. Nee. Ich behalte die erstmal. Ich muss ja nach Sadrit Mora, ne? Was will sich denn jetzt hier mit mir prügeln? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal, hm? Komm schon. Ach, verdammt. Los! Na, verdammt. Hier? Hallo? Uah! Und weg da! Ich heiße euch herzlich willkommen. Moin. Tschüss. Ich muss nach Sadrit Mora. Da komme ich am schnellsten hin über die Magiergilde. Dies ist eine wundersame Begegnung. Schön, dass es eine wundersame Begegnung ist. Aber die ist auch schon wieder vorbei. Moin. Masaline. Mirian. Namen nie gemerkt. Einmal nach Sadrit Mora, bitte. Einmal geknallt und dann ist man schon da. So. Wo gehe ich denn dann hier lang? Kaiserlicher Schrein. Vielleicht haben die was gehört. Ja, habt ihr? Okay. Ich suche, wie heißt sie noch? Nein, das will ich nicht. Das kann ich gar nicht fragen. Oh, da ist mir was eingefallen. Einen Moment, ich will jetzt eben was googeln. Bin gleich wieder da. Alles klar. Das, was ich die ganze Zeit gucken wollte, bezüglich beschworene Rüstungsteile. Es gibt nicht für alle Rüstungsteile Beschwörungszauber. Dementsprechend ist das, wie ich es schon überlegt hatte oder angeschnitten hatte, natürlich hinfällig, dass ich mir nicht keine Rüstung mache. Also übersetzt, ich trage ganz normal irgendeine Rüstung, die mir dann halt gerade so gefällt. So, hier in der Nähe soll sie sein. Und die haben mir natürlich so viele Informationen gegeben, wie einem Vierjährigen, der zum ersten Mal in die erste Klasse müsste. Nein, man muss mit 4 noch nicht in die Schule, das weiß ich, aber dennoch. Vielleicht hat jemand in der dreckigen Muriel Ahnung, wo ich lang muss. Ihr seid alle Liebesgilde. Shit. Ja, die werden mir nicht viel erzählen. Gehe ich woanders hin. Da vorne ist jemand. Halt, stehen bleiben. Hi, Vori. Ich suche. Kann ich dich nicht fragen? Ah, scheiße. Kann ich dich fragen? Mal erstmal gucken, wie du überhaupt nochmal heißt. Dass ich mich euch ohne Angst offenbaren kann. Draramu? Loran, dann wird es bei D sein. Okay, hier ist es nicht. Bei den Wachen?
Die mag mich gar nicht, die Wache. Wahrscheinlich irgendeine Wache, die mit dem Tempel zu tun hat. Ich mach keine Scherze. Ich bin immer völlig ernst. 100%ig. Hi, ich suche... Kannst du mir auch nicht sagen. Das gibt's doch nicht. Gibt's keinen Anhaltspunkt. In der Nähe von Sadrit Mora. Also hier. Aber wo? Halt, Nekromantie kann ich anklicken. Scheiße. Steht nichts Wichtiges drin. Okay, Wolfenhalle, da ist Sadrit Mora. Ich bin noch gar nicht in Sadrit Mora. Da vorne ist das. Ihr macht wohl Scherze. Seid ihr auch nochmal so angefressen, ey. Mann. Mönchsdienste. Ne, auch nicht. Hier vielleicht das richtige Haus. Halt! Es ist eine Hexenmeisterin, aber nicht die, die ich suche. Vielleicht kann die mir aber was sagen. Bist du mir hier? Wunderbar. Sie lebt in den Abanai-Höhlen, nicht weit südwestlich der Stadt. Seht euch vor, als ihr vorhabt, mit ihr zu sprechen, man erzählt sich, dass ihre Höhle von furchterregenden Kreaturen bewacht wird. Und mächtige Freunde soll sie haben. Okay, also, die Abanai, das muss ich mir aufschreiben, das vergesse ich. Gut, dass ich einen Zettel habe. Also, das sind die Abani-Höhlen, ne? Abanabi-Höhlen. Und die sind südwestlich. So, Timer sagt 17 Minuten. Das heißt, ich habe jetzt 4 Minuten, das zu finden, ne? Würde ich mal so sagen. Südwestlich. Ja. Oh Mann, das wird ein Spaß. Ah, ich denke, das kriege ich hin. Doch, doch. Doch, das schaffe ich. Wahrscheinlich irgendwo auf einer anderen Insel. Rüber da. Ha, hat nicht geklappt. Eine wunderschöne kleine Muschel. Ist hier nix? Also hier ist so die, ich würde sagen, die größte kleine Insel. Ja, die ist einfach nur die nächste Insel. Also es soll ja auch nahe Sadrit Mora sein, ne? Hier ist dann so eine Gebirgskette. Kann man vielleicht dann hier vorne runter? Ja, kann man. Weg mit dir. Was ist denn noch einer? Und jetzt ist hier irgendwo eine Höhle? Kuckuck? Eine Höhle? Ja, nein, vielleicht? Nein? Schade. Gucken wir doch nochmal hier. Da sehe ich nichts. Das ist nur ein Gua. Hier ist ein Klippenläufer. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt finden werde. Bin ja nicht so gut im Suchen. Guck jetzt noch auf der einen Insel hier. Wenn es dann nicht wird, würde ich sagen, gucke ich noch auf der anderen Insel da vorne. Ich bin ja erst 2 Minuten dabei. Aber wenn ich hier auf der Insel nichts finde, das Schiff hat mir jetzt gerade nämlich meine Neugierde geweckt. Nein! Blöder Fisch. So, ist hier was drauf? Nee. Heißt auch nicht, hat doch keinen Namen. Hier sehe ich auch nichts. Nee. Okay. Bevor wir jetzt hier wieder eine lange Sucharie draus machen, gucke ich mal einmal kurz, wo diese Höhlen sind. Brauche ich das hier für? Und da steht es, alles klar.
Gott, ich guck mal eben nach. Moment. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wo es ist. Ist ein bisschen doof abgebildet. Aber es müsste hier sein. Auf der Insel. Springe ich mal eben kurz rüber. Da. So. Da ist er. Da. Perfekt. So. Irgendwas will mich angreifen. Ach, eine Ratte. Abanabi. Abanabi. Dann schauen wir mal rein. Ob es in der Abanabi-Höhle was gibt's. Was gibt. Was gibt. Was gibt's. Ja. Da was um die Ecke? Ja, noch ein Sturmmatronarch. Und klar, ja, aber die Gegner kennen wir ja alle schon. Ich denke aber auch nicht, dass es noch mehr neuere gibt, ne? Boah, gedodged. Ist sie da oben am... Ne, das ist er hier. Ist mal auf hier, hallo? Wer ist das denn? Das ist nicht die, die ich suche. Ne, das auch nicht. Mir hat gerade jemand das Licht ausgemacht. Und ist wieder angemacht worden. Braucht das von oben, sonst ist die Beleuchtung nicht so gut. Was ist denn Beschwörung? So. Matze. Jetzt bin ich gerade etwas aus dem Kontext gebracht worden. Also, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir suchen Raramu Loran. Und wir haben jetzt gefunden, wie heißt sie? Maranik Julvane. Das ist die nicht. Da muss ja auch noch wer anders drin sein. Kiste. Dunkelheit. Kiste Kelch. Nö. Hier ist auch noch Müll drin. Nö. Nö, nö, nö. Dann ist hier nix. Zumindest nicht auf der Seite der Höhle. Weiter geht's. Da lang. Hallöchen. Und tschüss. Ach doch nicht. Ich dachte, der wird vielleicht one-hitted. Mit der Axt. Oh, aua. Mit der Axt wäre das wahrscheinlich gegangen. So, hier runter. Und da vorne lang. Ein schönes Lied läutet sich gerade ein. Da unten ist... Was ist das? Irgendein... Vielleicht eben jetzt. Na, was haben wir denn hier? Hi. Ihr werdet sterben. Warum immer sterben? Wo jetzt? Natürlich ist wieder Stärke weg. Was machen die auch sonst weg? Natürlich immer Stärke. Ah. War das Stärke wiederherstellen oder wir herstellen Stärke? Was war das nochmal? Ich habe ja einen Zauber dafür. Ich glaube, Stärke wiederherstellen. Schwacher, schwere, Skelett, starke Anfälligkeit, starke Magie, Stärke wiederherstellen. Da. Na. So. Perfekt. So, Kollege Schmalspur, du hast jetzt hier das Schwert, was Feuerresistenz auf Nutzung gibt, Leben wiederherstellen und Reflexion. Aber das ist alles durch Benutzung. Und hält auch, ja okay, 30, 20 und 30. Boah. Schlecht ist es nicht, ich guck's mir jetzt auch mal gleich an, wie es aussieht. Wenn es gut aussieht, werde ich es ihm wahrscheinlich irgendwann wieder klauen müssen. Ne. Also dieser rote Balken da mitten in der Mitte, der ist ja Katastrophe. Uah. Wer hat den denn da reingesetzt? Naja, wir haben gefunden, weswegen wir hier sind. Das können wir nächste Folge dann zurückbringen. Ich glaube, ich bin jetzt so langsam in den finalen Zügen. Muss auch gleich noch zum Bahnhof und jemanden abholen, aber ich denke, ich kriege das jetzt fertig. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.